Hallihallo, ihr Lieben. Ich wurde getaggt von der Dirne schon wieder. Dieser Wiederholungstäter hier. Und ich habe mir noch immer keine gescheite Facecam zugelegt, weshalb ich jetzt hier einfach Minecraft spiele und dazu die Fragen beantworte. Weil, ja, so lustig war das letztes Mal auch nicht, dass man mich nicht gescheit gesehen hat. Ich habe mir gedacht, bei Minecraft kann ich cool gut reden, während ich irgendeinen Schwachsinn mache. Und ja. Also werde ich da jetzt mal mein Häusele bauen. Steh mir nicht am Arsch. Aber mein Schwerdädel ist weg. Käse, Käse, Käse. Ja. Okay. So chillig wird das wohl nicht. So, jetzt geht's aber. Also, zu den Fragen. Die erste Frage war Comics oder Bücher. Also, ob ich lieber Comics lese oder Bücher. Also, ich habe früher Mangas gelesen. Mittlerweile auch ab und zu mal die Mangas meiner Schwester geklaut. Aber grundsätzlich lese ich lieber Bücher, weil sich da alles in meinem Kopf abspielen kann. Ich meine, das ist halt bei den Mangas oder Comics schon gegeben, wie die Leute ausschauen, wie sie agieren, bla bla. Ich meine, im Buch hast du noch sehr viel, was im Hirn abläuft. So meine Lieblingsfilme. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, weil ich in letzter Zeit echt wenige Filme schaue. Weil ich die ganze Zeit zocke. Und da komme ich nicht wirklich zum Filmschauen. Aber generell mag ich gerne so Fantasy und so weiter. Also zum Beispiel Herr der Ringe oder Eragon habe ich total gern gehabt. Ja, ich meine. Ab und zu, wenn ich mal mich wirklich total einsam fühle, schaue ich mir auch so Liebesschnulzen an. Aber da muss schon was richtig schief gegangen sein an dem Tag. Jo. Welcher Sport ist mein Sport? Mein Sport. Mein Sport. Mein Schatz. Mein Sport. Tja, ich habe für, ich glaube, 3, 4 Jahre Basketball gespielt. Und habe dann aber aufgehört, weil das in der Schule war. Und dann wurde ich zu groß, sozusagen. Also ab einem gewissen Alter durfte man dann nicht mehr oder sowas. War ziemlich blöd. Und deswegen habe ich dann halt nicht mehr Basketball gespielt. Wobei ich liebe Basketball spielen, weil ich mich da endlich mal so richtig austoben kann, weil ich die Leute gerne ramme und also American Football wäre da sicher lustiger gewesen. Habe ich auch vorgehabt, aber die Trainingsstätte ist von mir zu weit entfernt und da bräuchte ich circa 2 Stunden hin und das ist es mir nicht wert. Jo, mein Sport. Ich glaube, Basketball ist mein Sport. Wobei, wenn Geocaching auch als Sport geht, ist das mein Sport, denke ich mir. Also, ich gehe gern Geocachen und ja, Klettern gehe ich auch noch. Also Klettern finde ich auch super. Will ich jetzt nicht sagen, dass es mein Sport ist, weil ich den noch nicht so lange mache. Aber prinzipiell finde ich den ganz cool. Jo. Musik. Was ich so für Musik höre. Das ist immer die schwierigste Frage. Das ist. Also, man trifft mich selten ohne Kopfhörer am Schädel. Wirklich sehr, sehr selten. Ich habe die Dinger fest verwachsen mit meinen Ohren. Und ich habe um die 4000 Lieder auf meinem MP3-Player. Ja, ich würde sagen. Also, okay, derzeit. Ich fange an mit derzeit. Derzeit höre ich Rammstein, Linkin Park, ab und zu mal Pink und die Offspring. Die Offspring ist so cool. Ed Sheeran, Riesenfan, Ed Sheeran. Ja, also meistens eher so. Also was ich nicht leiden kann, ist so Volksmusik und Schlager und sowas. Oder so Hüttengaudi-Musik. Nein, einfach nein, bitte nicht. Quält mit anderen damit, aber nicht mich. Nicht mich. Sucht ein anderes Opfer. Ja, Musik. Ja, Dubstep höre ich auch gerne eigentlich. Dubstep, Chillstep und sowas. Ich habe Tropical Step oder so, sage ich mal kurz. Ausprobiert ist auch ziemlich cool.
Ja. Wie gesagt, zu Musik könnte ich stundenlang reden. Aber okay, Lieblingskomiker. Ich lache nicht. Ich lache nie. Never ever. Nee, Lieblingskomiker habe ich eigentlich keinen, weil ich kenne einfach keinen. Mann. Nee. Ich lache nie. So, was ich auf YouTube gerne schaue. Was ich auf YouTube gerne schaue. Meistens irgendein Bullshit. Meistens irgendein Bullshit. Nee, früher habe ich sehr gerne so Dokumentationen und sowas geschaut, weil ich es einfach interessant finde. Mache ich dafür ein Blödsinn? Mittlerweile, was ich auf YouTube schaue, sind unter anderem Let's Plays von anderen Leuten, von mir. Und Musikvideos. Manchmal auch so How-to-Tutorial irgendwas. Aber ich glaube, warum ist da eigentlich. Ach so, ja, da hat ein Creeper Kabums gemacht. Genau. Aber sonst. Ich bin in letzter Zeit viel mehr am Zocken als am Schauen. Was ich auch nicht so schlimm finde, weil dann tue ich zumindest was. Jo. PlayStation oder Xbox? Ich habe eine Wii. Ich habe eine Wii. Ich habe weder eine PlayStation noch eine Xbox. Ich habe eine PSP. Falls das gilt. Also ich meine, sie ist eine PlayStation, aber halt portable. So gesehen, ja. Zulegen würde ich mir aber eher eine PlayStation, glaube ich, als eine Xbox. Wenn man das so beantworten könnte. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, ich finde die Spiele einfach cooler auf der PlayStation. Klumpf. Aber wie gesagt, ich habe eine Wii und das reicht mir jetzt eigentlich. Das reicht mir so als Konsole hier eigentlich auch, weil ich in letzter Zeit einfach viel zu viel am Computer sitze. Und eh keine wirklichen Konsolenspiele mehr spiele. Vielleicht fange ich wieder an. Okay. Wie oft ich auswärts essen gehe. Interessant wäre jetzt zu wissen, was mit Essen gehen gemeint ist. Ob das jetzt auch, wenn ich zum Billa gehe, ob das als Essen gehen zählt, weil ich das sehr oft mache, dass ich mir beim Billa einfach irgendwie ein Brötchen hole, Hummus und dann Mittagessen habe. So gesehen esse ich eigentlich fast nur auswärts, weil. Nein, fast nur nicht. Aber meistens ist mein Mittagessen halt. Was ist das? Meistens mache ich das Mittagessen so, dass ich halt in Wien irgendwas schnell esse. Was da halt gerade da ist. Ich koche mir da nichts zu Hause und nehme es mit für die Uni. Ich meine, das. Nein. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber erstens kaltes Essen schmeckt grausig und zweitens musst du davor was kochen. Nee, das ist. Also, ja, deswegen esse ich oftmals in der Stadt oder auswärts oder ja. Wenn damit gemeint ist, dass man halt nett essen geht oder sowas, nie. Nie. Also, ich koche lieber selbst. Ich kann gut kochen. Ja, eine Frau, die kochen kann. Oh mein Gott, was für ein Klischee. Und ich tue es auch gerne. Oh mein Gott, nein! Aber. Es ist einfach, ich koche liebend gerne und ich koche gut und es kostet weniger. Und dann schauen mir auch nicht 20.000 Leute beim Essen zu. Das stört mich nämlich echt wahnsinnig. Dass du da mit 20 Leuten im Raum sitzt und jeder glotzt dem anderen auf die Gabel. Und ich esse gern wie ein Schweinchen, weißt du? So. Hunger. Nein, ein bisschen Manieren habe ich natürlich schon. Ich meine, ich benutze die Gabel und dann. Aber es ist einfach. Ich weiß nicht, auswärts essen gehen finde ich einfach nur wahnsinnig stressig. Meiner Meinung nach. Weil, wie gesagt, ich fühle mich dann immer so beobachtet. Aus welchem Bundesland ich komme? Ich komme von meiner Mami. Nein, ich komme aus. Das ist jetzt schwierig. Geboren bin ich in Wien. Jetzt derzeit wohnen tue ich in Niederösterreich. Und ich sage immer, dass ich. Zwar in Niederösterreich, tja, wohne, aber leben tue ich in Wien, was ja eigentlich stimmt, weil mein Lebensmittelpunkt außerhalb meines Zimmers befindet sich nun mal
Oh, es wird Nacht. In Wien. Also Bundesland Wien. Wenn, ist ja auch ein Bundesland. Tja. Welche Schuhgröße ich habe. Das wird euch jetzt vielleicht überraschen, aber ich habe Schuhgröße 42, was ziemlich groß ist. Ich habe kein Problem damit, weil ich habe eh keine Schuhe an. Ich meine, im Sommer renne ich barfuß immer dumm. Brauche ich keine Schuhe. Komm rauf da. Und sonst habe ich eh nur diese Chucks an. Also Schuhgröße 42, für alle, die es immer schon wissen wollten. Unlängst hat ein Freund von mir gemeint, geraten, ja, ich habe Schuhgröße 37, habe ich mich ein bisschen. Ja, das war ziemlich lustig, weil es ziemlich daneben war. Aber ja, wie gesagt, Schuhgröße 42. Ich will es nicht abbauen, ich will nur pennen. Geht doch. Jo, hey, das waren die Fragen. Das waren die Fragen, das war ja easy. Gut, jetzt darf ich mir 10 Fragen ausdenken. Yay! Meine 10 Fragen. Nummer 1. Die wirklich tiefgründigste Frage aller Fragen. Oh, ich habe eine Katze gefangen. Oh, ich habe eine Katze gefangen. Oh mein Gott, Leute, ich habe eine Katze gefangen. Sorry. Ah, da ist schon. Nein, da sind zwei von diesen Viechern. Toll. Und ein Creeper. Erst. Ah, oh, die gehen mal jetzt am Arsch. Na egal. Aua! Schieß dem anderen einen Pfeil in den Arsch. Gehen wir dir einen Bubsch. Die tiefgründigste aller tiefgründigen Fragen habe ich für euch vorbereitet. Und ich finde, ich habe das sehr kreativ gemacht. Also, ja, großes Lob an mich selbst. Die erste Frage, wahrscheinlich die von denen, auf die alle schon gewartet haben. Wenn du ein Obst wärst, welches Obst wärst du dann? Also, wenn dich ein Zauberer in ein Obst verwandeln würde, welches wärst du dann? Tiefgründigste Frage ever. Ja. Also ich wäre eine Ananas, ich sag's gleich. Das muss ich jetzt einfach dazu sagen. Ich meine, Ananas ist das coolste Obst, was es gibt. Wenn du dir den Schädel abschneidest, wächst sie wieder nach. Haha. Okay. Nächste Frage. Was ist eure Lieblingsfarbe? Also, ich bin da sehr eigen. Ich kann mich nicht entscheiden, was man vielleicht auch an meinen Haaren sieht. Für die, die es nicht wissen, ich habe bunte Dreads. Also, ja. Also eure Lieblingsfarbe. Es können auch Farbkombinationen sein oder sagen, ich hasse Farben. Ja. Ist eure Sache. Lebt damit. Euer Problem. Mir wurscht, wie ihr das beantwortet. Okay. Ja, was ziemlich interessant ist, sage ich jetzt mal. Seid ihr eher so der frühe Vogel, der in der Früh aus dem Bett hupft und total wach ist und einen Marathon laufen könnt in der Früh? Oder seid ihr einer von den Leuten, die in der Früh wirklich nicht aus dem Bett kommen, 3 Jahre brauchen, bis sie zu ihrem Café finden und. Aber. Nein. 3 Jahre brauchen, bis sie einen Kaffee gefunden haben und dann nochmal zwei, drei Tassen davon runterstürzen, bis sie dann irgendwie wach sind. Ja. So, next. Süß, sauer oder salzig? Also esst ihr lieber was Süßes, was Saures oder was Salziges oder macht ihr Photosynthese und ernährt euch gar nicht? Ich meine. Gibt's sicher auch. Also, wie gesagt. Dann, das finde ich auch ganz lustig. Was ist euer Lieblingscharakter in irgendeinem Spiel? Also, habt ihr einen Lieblingscharakter in einem Spiel? Soll ich da den Baum einbauen? Also, es muss jetzt nicht ein Spiel von einem aktuellen Spiel sein oder sowas, sondern, ja, ich habe am liebsten Ash gespielt bei Pokémon, weil. Der hat so eine tolle Kappe oder wurscht, ja. Dann benutzt ihr lieber einen Regenschirm, eine Jacke oder werdet ihr nass? Immer Schaumöglichkeit, gar nichts. Ja.
Dann zu dem ganzen Essen und so weiter. Kocht ihr lieber selber? Oder bestellt ihr euch was? Also, ja. Wie groß seid ihr eigentlich? Auch sehr wichtige Frage. Ja. Habe ich lange drüber nachdenken müssen, bis mir das eingefallen ist. Genauso wie bei der nächsten Frage, welche Jahreszeit ist eure Lieblingszeit? Gibt es eine Lieblingszeit? Gibt es sogar einen Lieblingstag? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir bitte oder antwortet. Antworten. Blödsinn. Das ist ja ein Video. Ich bin doch nicht so vertraut mit den neuen Medien hier und sowas. Und dann auch was Witziges. Was war euer erstes Videospiel, was ihr gespielt habt? Egal wie klein das war, sei es Tetris oder nur so ein Online-Spiel. Sondern nicht. Wie seht ihr diese Minispiele, die es halt online gibt? I don't Knopf. Soll ich da den einbinden? Nein, ich glaube, das mache ich. So. So, sehr schön. Ja, das waren eigentlich meine 10 Fragen. Jetzt kommen noch die Leute, die ich damit löchern möchte. Also zuerst einmal Spieluin. Dann LP Passi 96. Der Dummbabbler. Scrooge McDuck. Oragon. Dann auch noch die Janka. Den Gruschel? Naja, passt. Den Holzkatze. Ich weiß nicht, ob man das darf oder nicht, aber ich tagge jetzt einfach mal zurück den Dirnen, ja? Oder. Ja, weil. Ich weiß nicht. Darf man das? Gibt's schon ein Regelbuch? Egal, ich tagge jetzt einfach mal zurück. Jo, und dann noch der Göppi Show. Ja, das war's jetzt eigentlich. Ich werde jetzt noch meine Burg hier fertig bauen. Und, ach, schaut euch mein schönes Baumhaus hier an. Wunderhübs, hä? Erster dachte nicht wunderhübs. Handgebaut. Darauf essen wir was. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.